Schulden machen hat kein Alter. Im vergangenen Jahr war rund ein Viertel der Klientel der Schuldnerberatung unter 30 Jahre alt. Daher auch die Forderung von Expertinnen und Experten, Finanzbildung schon im Jugendalter anzubieten. Das Wirtschaftsmuseum bietet dazu aktuell Workshops für Junge an. Gut, also wie gesagt, das hier ist die Financial Startline oder auch die finanzielle Startlinie. Ein möglichst praxisnaher Workshop für die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Längenfeldgasse. Auf Platz 2 der Gründe für Überschuldung liegt laut Schuldnerberatung der fehlende Umgang mit Geld. Hier will der Kurs von Coco Finn ansetzen. Lernen, mit den eigenen Finanzen richtig umzugehen. Ich finde Sparen ist wirklich sehr wichtig im Leben. Falls mal was erreichen willst mit Führerschein, umziehen, heiraten, sowas alles in der Zukunft. Dass man jedes Monat ein bisschen Geld auf die Seite, egal wie viel, 50 Euro, das wird in einem Jahr auch ein bisschen viel Geld sein. Dass man im Notfall genug Geld haben und nicht von anderen Leuten Geld ausleihen muss. So viel zur Theorie. Die Praxis hingegen schaut anders aus. Ein Viertel der Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen, sind unter 30. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr hoher Anteil. Und auch Leute, die später kommen, wenn man die fragt, woher, wann sind denn die Schulden entstanden, dann sagen die uns ganz oft, naja, wie ich jung war. Denn Schulden kommen nicht von heute auf morgen. Auch Internet und Social Media können einen Teil dazu beitragen. Ich denke, vor allem für Jugendliche gibt es diese neue Dynamik dieser Finanzfallen, die vor allem über Social Media verbreitet werden, sprich, wie werde ich möglichst schnell, möglichst reich, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen oder können zu müssen. Wichtig ist daher, früh anzusetzen und ein Bewusstsein schaffen. Dafür, dass sich Geld nicht besonders leicht verdient, aber schnell mal weg ist. Und eigentlich auch ein Bewusstsein dafür, dass entweder wir unsere Finanzen kontrollieren oder unsere Finanzen uns. Allgemein gelten punkto Schuldenvermeidung laut Experten simple Regeln, die aber für manche Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen schwer umsetzbar sind. Dass man nicht mehr Geld ausgeben sollte, als man hat und sich nur Sachen kauft, die man sich leisten kann und möglichst nicht das Konto überzieht. Das heißt eigentlich am besten keinen Kontoüberziehungsrahmen. Sind die Schulden einmal trotzdem angesammelt, sollte man sich nicht genieren und Hilfe suchen, aber auch Lehren daraus ziehen.